Hallöchen, da bin ich wieder. Schön, dass ihr auch da seid. Es geht nämlich an die letzten drei Spiele dieser Dreadex Collection. Und wir fangen an mit Black Relict. Und wir haben wieder diesen Bug. Ja, das Spiel heißt auf jeden Fall... Ah, ich stand zu nah dran. Jetzt habe ich's. Black Relict. Da, wieder ein Hirsch. Gucken wir rein. Es scheint grafisch nicht allzu anspruchsvoll zu sein, aber das ist ja auch nicht schlimm. Ja, das sagt mir was. Ich weiß nicht mehr, welches Spiel es war, aber es sagt mir was. Läuft aber wie ein Gangster. Ja, grüß Gott. Was gibt's? Vater Theodor hat um deine Präsenz in der Kapelle gebeten. Warte, Bruder. Es ist schwarz wie Pech draußen. Okay, ich soll mich jetzt beeilen, in die Kammer vom Schreiber zu kommen, weil der Laternen hat. Ja, hier nimm meine Laterne, damit es draußen nicht so dunkel ist. Vielen Dank. Das ist schon ein bisschen angenehmer, ja? Hey du, guck mal, was ich habe. Ist die toll, oder? Ist die toll. Oh Gott. Guck, ich habe jetzt eine. Jetzt darf ich raus. Oh, ich habe eine Lebensleiste. Toll. Oh, ich kann F gedrückt halten, um für Heilung zu beten. Das ist ja auch gut. Aber es ist doch ein Shooter, oder? Wie schieße ich? Dürfen Mönche Waffen benutzen? Ich fände es sehr cool, wenn ich eine Waffe kriegen würde. Ich fühle mich hier nicht so gut aufgehoben. Hier ist die Kapelle. Heute stellen wir uns vor Gott und tun Buße. Wir sind die Wächter des schwarzen Relikts und der stille Mönch sein Wächter. Bruder Silence, ich überbringe ernsthafte Nachrichten. Gerüchte aus dem Osten erzählen die Geschichte von einem jungen Zauberer, der einen Zauberspruch der Inkarnation entdeckt hat. Wir gehen in den Reliquienraum. Wir müssen sicherstellen, dass das schwarze Relikt sicher ist. Ah, es geht eine Treppe runter, super. Fühlt sich gar nicht bedrückend an. Oh, die Reliquien, Wein. Ja, das ist wichtig für Mönche. Weiter runter. Und noch weiter runter. Großer, dunkler Raum, geil. Hier ist es, der heilige Bogen. Darin befindet sich das schwarze Relikt, die Quelle des Fluches meiner Blutlinie und meine heilige Ladung. Vielleicht ist es immer noch ungestört. Was ist? Das Relikt ist verschwunden. Ich muss zurück in die Kapelle. Toll, nochmal diesen ganzen dunklen Gang lang schießen kann ich immer noch nicht. Oh. Kusch! Kusch! Hä, das klappt doch? Kusch! Was ist denn das? Kusch! Was macht er denn da? Der hat ein Messer und eine Maske und leuchtende Augen. Ist das einer von meinen Mönchsbrüdern, der mich veräppeln will? Kann ich den in die Kisten schubsen? Das bringt nichts. Verschwinde! Oh nein, jetzt hoch, renn doch! Der ist langsam, der kommt mir nicht so schnell nach. Hier, oh nein, Bruder, das Relikt wurde gestohlen. Nimm meine Armbrust. Oh, ich habe volle Muni und das ist nicht viel. 5 Stück. So, und jetzt lade ich direkt nochmal Muni nach. Oh, da sind schon wieder 2. Kann ich euch tackern? Nee, kann ich nicht. Nachladen. Oh. Nachladen und nochmal Muni auffüllen. Ja, es wäre ja Muni-Verschwendung, wenn ich Gegner abschieße, die so extrem langsam sind. Oh. Da hängt er. Ich werde jetzt in erster Linie mal versuchen, den Gegnern auszuweichen. Ich soll nicht in die Kapelle, ich soll zum Dorf. Also wahrscheinlich hier lang. Warte mal, da komme ich nicht durch. Ich muss mal kurz Zeit finden zum Nachladen. Schießen die auf mich? Oh, der eine da schießt echt auf mich. Ey, das finde ich nicht cool. Ah, guck, das Tor geht auf. Super. Ich habe nur noch halbe Leben. Ich sollte mal dafür beten, dass die aufgefüllt werden. Komm, bete.
Bete doch schneller! Okay, okay, hör auf zu beten. Weiter, 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 weiter. Oh no. Der wird mich treffen. Nee, doch nicht. Idiot. Ich stehe genau vor dir und beweg mich nicht. Oh, Brüder. Was macht ihr hier? Ihr habt's rausgeschafft aus dem Chaos. Auch dem Hund geht's gut. Schön. Welcher Hund? Oh, 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 Leute, warum sagt denn keiner was? Und wieso bin ich der Einzige, auf den die es abgesehen haben? Gut, bin ich jetzt schon im Dorf? Hier ist ein Haus. Und noch eins. Ja, zwei Häuser. Ist ein Dorf. Ein Mönch hier in meinen Türstapfen. Was? Bereite dich darauf vor, deinen Göttern zu begegnen, stiller Mönch. Das war eine Falle. Oh, du Sack. Der geht in den Kopf jetzt. Ah. Lass mich in Ruhe. Wieso hält der so viel aus, Mann? Und die Türen öffnen sich. Ja, das war wohl ein Reinfall. Oh, was? Wieso mache ich sowas? Ich weiß nur nicht. Oh, jetzt habe ich wieder Gegner hier draußen. Da oben waren auch zwei Schützen. Ich mache erstmal das Fußvolk platt. Lad doch! Ja. Oh, ich habe genug getötet. Ja, ich kann jetzt einfach durchlaufen. Super. Oh, oh, ich habe nicht mehr viel Leben. Oh, oh, und von hinten wird auf mich geschossen. Ich muss Leben heilen. Ich muss Abstand gewinnen und Leben heilen und Abstand gewinnen und Leben heilen. Mach, mach, mach. Ja, okay, okay. Nein! Und jetzt noch schnell laden. Achtung, er kommt auf uns zu. Ja, gut, er hat daneben getroffen. Oh ja! Jetzt bist du dran. Nein! Oh ja, der zielt so schlecht! Nein! Ich auch übrigens. Komm. Yes. Oh, ich muss heilen. Nein. So. Nochmal vollladen und dann ab in die Kirche. Oh. Okay. Gut. Ist Muni, ich nehme mal was mit. Die wird nicht umsonst hier stehen. Und du, hast du mir was zu sagen? Ich habe das schwarze Relikt verfolgt, genauso wie du, und habe die Feinde hierher verfolgt. Rette uns alle. Keine zu hohen Erwartungen stellen, bitte. Aha. Bruder Silence. Ich kann nicht sagen, dass ich überrascht bin. Ich war geschockt, als ich den leblosen Körper meines Sohnes hier sah. Aber es kümmert mich nicht mehr. Die versteckten Götter haben zu mir geflüstert. Sie versprachen seine Rückkehr im Austausch für dein lebloses Herz. Komm jetzt, es wird nicht so leicht für dich. Ich hoffe doch schon, dass es... No, boah, der ist schnell! Renn doch! Ey! Ein Treffer erst und ich bin sehr langsam unterwegs. Ich würde ihn gerne hier mitten in dem Ding töten. Oh, ich wurde einfach wieder gespawnt. Ohne Muni. Aber weit weg von dem Kerl. Also weit weg ist übertrieben, aber weit genug, um hier ein bisschen... Nee, der wird mich treffen. Aber ist okay. Und... Wie oft darf das passieren? Immerhin habe ich jetzt wieder Muni. Ja. Was? Was ist das? Nach 5000... Nach 500 Jahren... hat mein Familienfluch endlich geendet. Mit meinem Verrat... habe ich den Heiligen Orden zerstört. Und mit diesem Opfer...
von meinen eigenen Händen genommen. Das Blut von 3 Generationen, hingebungsvoll auf alte Weise. Die heilige Dreieinigkeit, das Ritual ist vollständig. Möge der Nephilim auferstehen, erneut durch mich. Okay, Bruder Silence war der Verräter. Bruder Silence war der kleine Teufel, der den Orden infiltriert und die mystische Gottheit wiedererweckt hat. Ich schäme mich auch gar nicht dafür. Es hat geklappt, ich habe gemacht, was ich sollte. Und da wären wir wieder. Am Ende einer Folge Dreadex Collection. Und wir sehen uns beim nächsten Mal mit der vorletzten Folge dieser Generation. Tschüss.